Weißt du, was das hier ist? Das ist ein sogenannter Androswitch, also eine Verhütungsmethode für Männer. Ich sage es jetzt gleich schon zu Beginn. Das ist aktuell noch in der Zertifizierung zum Medizinprodukt. Deswegen spreche ich noch nicht gleich eine Empfehlung aus. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das im Hinterkopf zu behalten bzw. zu beobachten, wenn du als Mann mehr Möglichkeiten für die Verhütung willst oder auch ihr als Paar, wenn ihr euch mehr Alternativen oder andere Alternativen für die Verhütung wünscht oder sucht. Also wie funktioniert das? Das funktioniert folgendermaßen. Das wird über den Penis gelegt und dann ganz bis an den Körper angeschoben. Und jetzt geht es darum, dass man hier in dieser verbleibenden Lücke quasi, dass man hier die Haut des Hodensacks durchzieht, aber ohne die Hoden. Also wirklich nur die Haut des Hodensacks wird hier durchgezogen und dadurch werden die Hoden quasi hier an den Körper gedrängt oder gedrückt. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es nicht schmerzhaft ist. Genau, jetzt, was bringt das alles? Wozu soll das gut sein? Die Hoden werden dadurch erwärmt. Die hängen ja eben normalerweise etwas vom Körper ab. Das heißt, die sind immer leicht kühler als der Rest des Körpers. Und wenn sie so nah am Körper sind, werden sie erwärmt. Das heißt, auch die Spermien werden erwärmt und sie werden dadurch unbeweglich, beziehungsweise kann der Mann, der diesen Androswitch trägt, für die Zeit, in der er ihn trägt, dann quasi unfruchtbar werden. Also die Spermien werden unbeweglich. Es ist aber nötig, dass man den Androswitch für mehrere Stunden trägt, damit dieser Effekt eintritt. Alternativ gibt es auch eine Unterhose, die quasi den Androswitch schon verbaut hat. Jetzt muss ich schauen, dass man das gut sieht. Also hier ist ein Loch. Ach du meine Güte, ein Loch ist hier in der Unterhose. Das heißt, gleiches Prinzip, der Penis wird durch dieses Loch geführt und die Unterhose natürlich getragen und die Haut des Hodensacks wird dann hier noch durchgezogen, dass auch hier die Hoden nahe am Körper sind und wie gesagt erwärmt werden, damit man unfruchtbar wird. Wie gesagt, wenn ihr mehr Details wollt, wenn ihr euch da näher informieren wollt, ich lasse euch Infos unten in der Beschreibung und dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal.